So, Sui, jetzt bin ich mal gespannt, ob du nicht zu viel versprochen hast. Willkommen zurück zu Kirby's Fun Pack, zu dieser komischen Uhr mit Sui Shumaru und meiner Wenigkeit. Aber egal. So, Sui. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Wir haben alle Fähigkeiten und ich bin bereit. Übrigens, ganz kurze Frage vorher. Kennst du Gradius? Das sind ja so ein, das ist nicht so ein Side-Crawler-Shoot'em-up oder so. Mhm. Wo man so. Halt das mal im Hinterkopf. Guck mal jetzt. Wow. Oh mein Gott. Boah. Ready. Die darfst du sprechen. I will grant you one wish. Oh, da werden sie einen Wunsch erfüllen. Mann, mit dem Gesicht kann dir noch keiner ernst nehmen. Well, I want to control Popstar. Boah. Okay, 3, 2, 1, blast off. Erinnerst du dich noch an den Kleinen? Ja. Wow, it worked. Kleiner Nerd, ey. The Sun and Moon are fighting, don't find Nova. All my plans worked. Oh mein Gott. Popstar is all mine. Der braucht mal dringend einen Optiker, der Typ. Wow, I can't do anything. I must be going now. Kirby, ey, er kann nichts machen. Nein. Boah, was denn jetzt? Die Sternenenergie hat sich gebündelt. Was hat er davon, wenn die Sonne und der Mond kämpfen? Weiß ich nicht, das ist Kirby-Logik, jeder fragt es nicht. Okay. So, wir müssen ihn aufhalten. Komm jetzt. Oh, was zum? Oh! Kann ich irgendwas machen? Nee, Sonne und Mond kämpfen zusammen gegen die Nova. Siehst du das? Ich wollte gerade sagen, die Sonne und Mond haben doch sonst immer zusammen gekämpft gegen Kirby. Und jetzt geht's los. Sei bereit. Oh, cool. Oh. Ja, das ist sowas wie, oder wie R-Type. Genau. Ich übernehme die Vorderfront. Haben nur die eine Attacke, ja? Ja. Wow, das war knapp. Wow, was willst du von mir? Yo. Nicht Hey, was sterben. passiert? Du bist gestorben. Wie das? Du darfst den Boden nicht berühren. Oh. Die Decke auch nicht. Oh, okay. Das finde ich voll cool, das ist abwechslungsreich und schön. Ey, warum gibt's dieses Kirby-Mobil da nicht bei Kirby's Airwhite? Stimmt. Wäre ein geiles Wäre doch Easter eine Egg gute Anspielung. gewesen. Das wäre die ideale Anspielung gewesen, aber nein. Da haben wir nicht dran gedacht, die Deppen. Wir müssen nämlich gleich auch noch einen Endgegner bekämpfen in dem Modus hier. Wir Ja, sind ja gerade in toll. der Nova quasi. Ich In ballern diesem hier gerade komischen. kaputt. Wir sind drin, In diesem ja? komischen Gesicht? Ja. Oh Mann. Wie machst du ein Dauerfeuer? Einfach gedrückt halten? Nee. Nee, ich drück einfach die ganze Zeit drauf. Autsch. Aber wir haben zum Glück genug Leben. Halt dir meinen Knopf! Wow! Das wird zu schnell, zu schnell! Wow! Okay, ich glaube, wir haben es. Vor allem, ich spawn genau an der Wand. Wie fies. So, jetzt kommt Oder der vorne. Endgegner. Die Oh, wir haben Kanonen Zugriff. kaputt ballern. Das kriegen wir hin! Hier gibt's auch einen Trick. Ich hoffe, wir schaffen den. Da müssen wir aufpassen gleich. Achtung, den noch kaputt machen. Den auch. Und durch den jetzt durchfliegen. Und den kaputt machen. Was heißt das jetzt? Wir haben einen vergessen. Nein, es hat nicht geklappt. Ja, weil jetzt fährt das Ganze nochmal rückwärts. Das heißt nämlich, dass wir das uns hätten ersparen können, wenn wir die hinten dabei noch erwischt hätten. Oh. Aber gut, nicht so schlimm. Machen wir die halt jetzt platt. Gut. Dolle Herz, ey. Ich kann nicht rückwärts schießen! Bams! Oh, shit! Boah! Geil! Platt gemacht. Und tschüss. So, und jetzt geht's ab. Jetzt kommt der wahre Feind. Der Mond. Boah! Oh. Naja, er sah vorher auch nicht besser aus. Oh, ich bin Du musst ja vor den Schwertsterbe. fies Gesicht kriegen. Wieso bin ich. Weil du immer zufällig einer bist, wenn du stirbst in dem UV. Oh. Die Musik so gut. Oh, der olle Penner. Oh, wie wenig, guck mal, wie wenig Leben der verliert. Echt mal, ich brauche irgendwie einen anderen.
Es leckt auch voll irgendwie. Nur bei dir? Bei mir so? Ne, bei mir leckt's auch. Gut, dann müssen wir ihn umso schneller besiegen. Achtung, schütz dich. Schützen! Da können die uns überhaupt nichts anhaben, ist der fies, ey. Na, das ist nicht ein Unzerstörbarkeitsschild. Wir kriegen auch Schaden bei gewissen Attacken. Hier, Mirror Face! Immer oh, ich will den Kampf schnell beenden. Es leckt. Oh, oh, oh. Ich brauche einen anderen Mann. Das geht nicht. Okay, hier. Yeah! Gut, dann nehme ich. Ihn hier. Schlitz! Schlitz! Boah, Achtung. Ich will auch eine andere Fähigkeit. Doch, den hier. Achtung! 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 Das war der Hyperstrahl. Er kann Pokémon-Attacken. Und er macht genau die gleiche Scheiße wie Nightmare. Die Nightmare? Ja, aus Kirby's Dream Land. Ne, aus Kirby's Adventure. Der Typ heißt doch Nightmare, der letzte Boss. Ach, Nightmare, stimmt. Das ist quasi der Vorreiter, glaube ich. Das ist irgendwie genauso. Wow! Achtung! Tschüss! Hat wohl nicht geklappt. Und jetzt! Oh. Ja. Jetzt! Der Megaschlag! Scheiße, hat nicht geklappt. Boah! Wir haben's, Mann. Ich war überhaupt keine Hilfe diesmal. Doch, komm jetzt. Haben wir jetzt den Wünschestern zerstört? Ja, weil der den bösen Wunsch erfüllt hat. Aber da Sonne und Mond jetzt. Aber da Sonne und Mond jetzt zusammengearbeitet haben, lieben sie sich wieder. Oh Mann, ey. Die Story ist so komisch, Mann. Was ist jetzt los? Jetzt kommt das Finale. Die richtigen Credits quasi. Oh. Und die Musik ist so schön. Ich mag die Musik total gerne. Also die gleich kommt. Die ist so richtig Kirby-like und epic und final. Wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Oh, das ist echt schön. Ja. Sogar mit animierten Sprites. Nehmen wir Sprites für die ganzen Programmer. Was will ich hier machen? Geil, der Typ ist Ape mit Nachnamen, guck mal. So ein Trottel, Ape. Der wurde schon immer auf Verarsch wegen seinem Namen. Chief Programmer. Sieht genauso aus. Das ist so der Moment, wo ich jetzt immer ein bisschen verschnaufen kann. Erzähl du ruhig ein bisschen was, ich hole mir was zu trinken. Ja, vielleicht ein Fazit, weil ich das Spiel ja blind gespielt habe mit dem lieben Zui. Mann, also, ja, ich habe schon öfter erwähnt, ich habe irgendwie so eine kleine History verpasst in meiner Videospiele. Jetzt fehlt mir das Wort. Während Videospiele Laufbahn, habe irgendwie das gefehlt. Aber jetzt weiß ich, dass die ganzen Moves aus Super Smash Bros., die kommen alle von hier. Naja, also die meisten auf jeden Fall. Fand ich nicht schlecht, wieder was gelernt. Ja, und an sich hat das Spiel echt Fun gemacht. Aber ich glaube, es ist eher für die jüngeren Typen, weil es doch recht einfach war. Naja, außer für Zui. Zui, er ist gerade nicht da, da kann ich's ja sagen. So, Zui. Da bin ich wieder. ja. Tolles Spiel, oder Zui? Ja, was du nicht. Wolltest du mir gerade was erzählen? Ich weiß es nicht. Ich habe nur meinen Namen gehört. Dass du ja der Hardcore-Gamer bist und eigentlich mir sowas hier nicht abgibst. Komm mal, Special Thanks. Das Bild. Er kniet nieder, oder was? Ja, wir haben es ja noch nicht hinter uns. Hä? Nein. Aber da laufen die Credits. Ja, aber wir schalten jetzt noch was frei. Nein! Deswegen, das Fazit, das hättest du dir eigentlich noch schenken können. Oh, komm mal, hör mal der Teil der Musik. Kirby hat irgendwie coole Musik, viele Ohrwürmer auf jeden Fall. Ja. Obwohl, hat hier Kenji Kondo auch mit dir gearbeitet? Glaube ich nicht. McDonald. Ich werde wieder Hunger. Milky Way Wishes. Ich pfeife nachher noch einen Schokoriegel rein. Ich hätte auch Bock gerade auf irgendwas Süßes. Project Manager. Weil dieser Koji Kondo ist doch für die ganze Mario- und Zelda-Musik immer so verantwortlich. Hätten wir leider gerade eben erst gucken. Ach, hätten wir eben gucken können, da stand Sound und Musik am Anfang. Oh. Guck mal, Shigeru Miyamoto. Und Satoru Iwata. Naja, die kennt man ja.
Ist das so ein Mario-Bild? Schleichwerbung! Genau die Statue kann Kirby auch annehmen. Oh, siehst du, das müssen wir eigentlich irgendwie noch zeigen. Ach, naja. Da. Hall Laboratory. Oder Laboratory. Doch, Laboratory. Ink! Ah, schön. Freut mich echt, dass wir das gemacht haben. Oh, yes. Aber noch sind wir nicht fertig. Spielen wir jetzt noch frei? Na, wirst du gleich sehen. Bei Nightmare und Dreamland konnte man auch eine Boss-Challenge freispielen. Klar. There's more. Gab's das Spiel nur auf Englisch? Nein, ne? Doch, auch schon. The Arena. Ach, der Bus, echt soweit? Jetzt haben wir alle Bosse? Ja. Geil. So, wir haben jetzt 11 Minuten. Ja. Ich würde sagen, wir machen trotzdem Schluss hier. Für heute. Und was ist mit Mega Punch und Gomet Race und Kirby? Das wollte ich gerade sagen. Im nächsten Part werde ich euch dann erstmal solo, da kann er mich leider nicht bei unterstützen, das Gourmet Race machen. Dass wir das wenigstens auch sehen. Damit wir das auch mal sehen können. Das hier kann ich euch noch zeigen. Guck mal, hier Story und Mono kann man umschalten. Voll gut. Da, siehst du das? Voll alte Radio. Schöner Volksempfänger. So, und dann werden wir im nächsten Part, wie gesagt, das Gourmet Race. Dann werden wir Megaton Punch und Samurai Kirby gegeneinander spielen. Gegeneinander? Gegeneinander, ja. Geil. Und dann werden wir zum Grand Finale die Arena machen. Was hältst du davon? Wär bald durch. Geil. Yeah. Das Gourmet-Race werde ich kommentieren als Cheerleader. Genau. Oder als King Dede. Du kannst King Dede-Synchronsprecher sein. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Dann gehe ich schon mal darauf, damit wir wissen, womit wir anfangen wollten. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ihr habt Milky Way Wishes von uns gesehen und im nächsten Part rocken wir die Bühne. Geil. Einfach nur der Hammer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.